Nintendo Land! Ja Leute, es ist soweit. Dieses Legendenspiel wird heute gespielt. Aber ist es denn überhaupt ein Legendenspiel? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir der Sache nicht mehr sicher. Ich meine, klar, als Kind habe ich dieses Spiel geliebt, nahezu gesuchtet. Und mit Freunden hat es immer übertriebenes gebockt. Aber jetzt bin ich alt und ich lerne mit Verlusten umzugehen. Wie zum Beispiel meine Haare, die ich verloren habe. Und deswegen werden wir heute herausfinden, ob Nintendo Land noch bockt. Wie ihr seht, gibt es insgesamt 12 Minispiele und eine Hub World. Wir werden in alle Spiele mal so ein bisschen reinschnuppern, gucken, was bei denen so abgeht. Und jedem Einzelnen danach eine Wertung von 1 bis 10 geben. Am Ende rechnen wir dann die Gesamtpunktwertung aus und finden heraus, was von 10 Nintendo Land im Jahre 2023 noch ist. Finden wir es jetzt heraus! Ganz wichtig ist direkt am Anfang, wie ist der Title Screen? Ist der geil? Gibt er Nostalgie? Das ist der Wartebildschirm. Der ist normal. Erst machen wir die Mehrspielerattraktion, dann machen wir die Solo-Attraktion und am Ende machen wir die Wettkampfattraktion mit Toygun. Hallo. Fangen wir an mit dem ersten. The Legend of Zelda Battle Quest. Wir nehmen den Bogen, den Terry Bogard. Wo ist das Diddy Me? Hell yeah, mit der sexy Friese, da ist er. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Und das sieht auch geil aus. Ich liebe es, dass diese Kostüme einfach am Start sind. Das gibt dem Spiel auch so viel Charme. Was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist so lange her. Anleitung? Cringe! Überspringen. Ah, das meiste spielt sich auf dem Gamepad ab. So sieht das bei mir aus. Es ist so ein First-Person-Mode. Wow. Ach, ich muss mich auch noch drehen und bewegen. Was soll die Scheiße denn? Ah, ah, da kommt einer. Digga, wartet mal, wartet mal. Wenn man das so... Oh mein Gott, erst so nah. Ich sterbe. Vom Ding her, von der Gyro-Control, steuert sich das eigentlich ganz gut. Hey! Ja, verfehlt, nein. Yo, aber auch eine coole Ästhetik, oder? Guckt euch das mal an. Als wärst du wirklich eine Attraktion im Phantasialand. Voll geil, oder? Oh, jetzt muss ich mich auch noch mal da drehen. Warte, ich versuche euch das mal zu zeigen. Guck mal. Ah, da kommen Gegner. Ah, ich wollte das. Ich werde zu sterben. Ich werde zu sterben. Ich werde zu sterben. Ich werde zu sterben. Nein, nein. Ein Treffer nur noch frei. Wir haben nur noch einen Treffer frei, Leute. Scheiße. Ich weiß auch noch, die Level werden am Ende. Oh, was ein Aim. Hä? Boss Time. Einfach nur zwei normale Gegner. Ach nee, die haben ein Schild. Okay, okay. Hey, einfach den Kopf schütteln, oder? Ah! Der Hund. Boah, fast gestorben. Holy shit. Yo, wie pretty. Einfach das Meisterschwert. Ja, Bro! Das Triforce meinte ich. Pretty. Okay, jetzt wird es Zeit für die Wii Family. Next up. Wow, ist sogar wirklich das Master Sword. Guck, ich habe gerade eben gewusst, dass wir das Master Sword bekommen. Deswegen habe ich zu dem Triforce Master Sword gesagt. Also ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich... Schwinge die Entfernbedienung, um dein Schwert zu führen. Ach so, ich soll die schwingen. Ich dachte, ich muss die Steuerkreuz nach links drücken. Bam, putz, putz. Ah, und es gab Auflademöglichkeiten. Aber wie nochmal? Ja, ja, wenn man das Schwert nach oben hält, kann man aufladen. Ah, ah, und es gibt auch eine Deckung. Okay, fast getroffen worden. Komm her, putz. Ah, Sonia. Hier muss man jetzt einfach darauf achten. Ja, ja, es ist literally ein Schwertkampf. Das ist Schwertkampf von Wii Sports Resort. Loki, ein objektiv gesehen ausgeklügelteres Schwertkampf als bei Wii Sports Resort. Also in Klammern besser. Guck mal, auch das hier mit dem ist voll geil. Zack, jetzt oben. Guck, jetzt muss man von oben. Jetzt von rechts. Es ist voll geil. Oh, guck mal, der Bruder haut einfach nicht. Hey, Bro, bist du ein Freund von uns? Ah, okay, er ist kein Freund von uns. Nevermind, nevermind, nevermind. Oh, shit, Boss Time. Okay, Leute, seid ihr bereit? Wanna! Ah, oh mein Gott, ist der stark. Oh shit, ich komm nicht durch. Also in meinen Augen ist das hier das bessere Zelda TOTK. Ein Spaß. Shinderu. We got that motherfucker down. Und wir haben wieder ein Triforce. Also ich gebe dem Spiel, ich sag's euch ehrlich, für das, was es ist, aka Wii Sports Resort Schwertkampf, was auch bei Wii Sports mein Lieblingsgame war, deswegen, weil ich nicht weiß, was man verbessern könnte. 10 von 10. Ich sag's euch ehrlich, wird Pikmin und die folgenden Spiele da überhaupt noch mithalten können? Pikmin Adventure. Ey, ich bin sehr gespannt, wie hier das Kostüm wieder aussehen wird. Was ist das denn? Yo, wie gesagt, die Ästhetik von diesem Spiel, einfach geil. Okay, das hat nichts gemacht. Ich dachte, ich könnte aber dagegen werfen, dann explodiert alles und stirbt. Dies ist ein Tropfen Nektar. Sammle so viele wie möglich, um stärker zu werden. Einfach also Steroide, basically. Okay, wir sammeln also jetzt ein bisschen Steroide ein. Wow, nein, nicht die böse Monita. Was ist das? Was bist du? Ich schmeiß Pikmin drauf. Digga, diese Gegner sind ja überall leicht zu besiegen. Alter, hat der viele Steroide gedroppt. Also, wenn das Spiel will... Ah, Spinnen! Wenn das Spiel will, dann kann das jetzt auch so langsam vorbeigehen. Okay, Endboss, glaube ich. Wow, wie antiklimatisch. Aua. Okay, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Wow, er ist tot. Müssen wir die anderen auch noch töten? Nö, die gehen einfach drauf. Wow, wir können vom Planeten flüchten. Das war das spannendste Weltraumabenteuer der Welt. Nicht. Ich sag mal so. Ich fand's damals schon wack und ich find's immer noch wack. 4 von 10. Oh, shit. Oh, shit. Yo, guck mal, wie buff ich aussehe. Siege alle Gegner. Okay, okay. Wir fliegen los. Ich zeige euch kurz, wenn wir...
Oh shit, da kommen sie. Und ich weiß auch, es gab eine Möglichkeit, Angriffe aufzuladen. Das war auch mega geil. Da vorne sind ganz viele. Ich lade jetzt auf. Genau, und es gab auch noch Items. Fast vergessen. Jetzt haben wir einen Schnellfeuerhelm. Doch, das ist geil. Letzte Angriffswelle, Leute. Arme, Arme. Ja! Okay, ein Gegner noch, aber... Oh, er ist tot. Geil, das folgt auch. Ah, das folgt auch. Ja, das ist wieder geil. Das ist wieder geil. Next up. Oh, mein Gott, diese Map sieht ja auch 3000 Mal geiler aus. Oh, Dann besiegen wir mal alle Gegner in diesem dreckigen Raum hier. Man kann auch aufladen und dann kann man so eine Bombe droppen. Wie eine Granate und dann... Ey, das ist voll geil, Alter. Das ist wirklich voll geil. Vor allem, es gibt auch so eine Dodge Roll wie bei, wie heißt nochmal? Elden Ring? Guck mal jetzt, pass auf. Yeet! Yeet! Oh! Wie knapp das war, holy shit. Bombenbreak. Oh, fuck, er rollt runter. Wow! Ah, mein Gott, what the fuck? Die letzte Truppe an ekelhaften Viechern, Leute. Granate in der Arschloch. Boom! 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 Warum ist er... Er hat einfach so lange gerade diesen Stand gemacht. Nice, das war wieder geil. Ich finde das auch, für das, was es ist, auch eine 10 von 10. Ich wüsste nicht, was man verbessern sollte. Deswegen machen wir erstmal weiter mit den Solo-Attraktionen. Angefangen mit Yoshi's Fruit Cart. Was wird hier wohl das Kostüm sein? Oh, gar keins. Ziel, alle Früchte einsammeln. Das Problem, auf dem Gamepad sieht man die nicht, sondern nur auf dem TV. Deswegen muss man auf dem Gamepad einfach zeichnen und abschätzen, wo es sein könnte. Zum Beispiel an den Mustern. Hier nach. Von 10. Wow, wie cool. Ah, und jetzt sind keine Felder mehr da. Das heißt, man muss nach Gefühl machen. Los geht's. Ich hab nach Gefühl gemacht, Leute. Wow, das war mega gut nach Gefühl gemacht. Einfach direkt das erste vorbei. Okay, wartet. Geht's dann einfach nur darum, basically, wie weit man kommt? Mit den 3 Leben, die man hat? Vermutlich schon, oder? Ja, okay, das ist ja easy. Das ist halt so ein Handy-Game-mäßig. Oh mein Gott, sind da viele Löcher. Okay, Alter, ja, es wird schwieriger. Nur ein Try, mit Geschenk. Leute, was soll ich sagen? Ich bin der Jeep. Cero Problemo. Es ist okay für Gamepad-Testen. Ja, 4 von 10. Es ist schon ein bisschen below average. Next up. Octopussy Dance. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt wird gedanced. Deine Randnotiz vergessen zu erwähnen. Ihr steuert eure Arme mit den 2 Sticks. Ich war auf einem Date. Die Frau war wirklich heiß. Es war eine Mutter. Und sie... Kannte Scheiß. Essen bei sich zu Hause. Deswegen gingen wir in ein Restaurant. Sie wollte etwas essen. Doch ich wollte sie versnacken. Jetzt sind wir zu Hause. Doch was jetzt? Soweit dachte ich nicht, dass ich kommen würde. Doch ich kam in ihren... reicht jetzt. 1, 2, 3. Und die Verbindung ist abgekackt. Ja, wenn einmal die Verbindung abkackt, ist vorbei. Ich glaube, mein Gamepad ist ein bisschen im Arsch. Ja, mein Gamepad ist ein bisschen im Arsch, Leute. Das Game bockt. Das Game ist zwar auch wieder nur so ein kleines Handy-Minigame. Also für so ein Rhythmus-Game, ich gebe 8 von 10. Oh, shit. DK. Auch geiles Kostüm. So, wie gesagt, das war Gyro Controls. Wir müssen zu Pauline da unten und sie retten. Ich meine, das ist Pauline, die geile Sau. Oh mein Gott, ist das ein langer Weg. Ihr seht, bei uns ist alles, also auf dem TV ist es sehr groß alles. Auf dem Gamepad ist es sehr nah, also relativ nah rangezoomt. Genau, und hier muss man das Gamepad halt so neigen, um den Charakter zu steuern. Und ganz vorsichtig sein, denn sonst stirbt man. Man kann ganz leicht sterben, wenn man hier einfach zu schnell ist. Hui! Oh mein Gott. Ah, und jetzt muss man auch Knöpfe drücken, wild. Ah, oh Gott. Guck mal, als Kind habe ich damals schon richtig lange dafür gebraucht. Jetzt muss man pusten. Ah! Hallo, hallo, geh hoch, du Hurensohn. Okay, warum hat das geklappt? Ich muss einfach böse zum Spiel sein. Also, Real Talk, das macht halt auch bis jetzt von diesen Solo-Spielen am meisten Bock. Wow, Bitch, wow. Und dann war los. Ah, schade, bisschen nervös geworden. Nein, aber bei der Stelle braucht man Ruhe. Okay, Concentrations. Ich bin so tot, oder? Ah, mit Y kann man auch zurück. Ah, man kann auch sogar zum letzten Checkpoint zurückgehen. Leute, das bockt. Ich schwöre, das kann ich euch nur empfehlen. Das, Zelda und Metroid sind bis jetzt am absolut geilsten. Das bockt. Und wir haben es sogar geschafft, Leute. Oh nein. Geh hoch, Junge! Was denn los, Mann? Das war geil. Es ist kreativ und auch irgendwie nur so wirklich mit dem Gamepad möglich, wegen den Features vom Gamepad. 10 von 10. Was soll ich sagen? So könnte man theoretisch auch zu den Minispielen gelangen. Da sind sie alle. Und ich weiß noch, hier kann man auch einiges machen. Hier gibt es noch so ein Minispiel, so ein Münz-Drop-Minispiel oder so. Yo, guck mal, wie viele Mies hier sind. Das ist auch so geil, wie so ein echter Vergnügungspark. Ich liebe es. Ich bin vergnügt. Okay, die letzten 3 Solo-Attraktionen. Danach kommt Tolgon rum. Angefangen mit Ninja Castle. Alter, was ein Kostüm. Hä, das sieht mega fresh aus. Ah, man muss es so rumhalten. Okay, wild. Guck mal, so sieht das bei mir aus.
Putz. Boah, die Bewegungssteuerung fühlt sich auch jetzt schon gut an. Fail. Und man hat nur 47. Okay, ich darf nicht einfach so schießen. Ich muss zielen. 3 in a row. 4 in a row. 5 in a row. 6 in a row. Guckt euch die süßen Ninjas an. Die sehen auch so geil aus, wie sie da. Einfach wie aus Karton. Alter, die Row. 20 in a row gleich. Let's go, Digga. Wir keepen die Row am Leben. No, wie süß die auch aussehen. Ich will sie eigentlich gar nicht. Brutalst erworben mit meinem Ninja-Stern. Oh mein Gott, okay. Ah, überlebt. Und wir hatten nur noch 2 übrig. Das war geil. 8 von 10. Sehr solide. Sehr süßes Minigame. Oh shit, das legendäre Captain Falcon's Twister Race steht an. Da war Let's Play Markus. Face Reveal, das Beste der Welt. Und welche Überraschung, ich sehe nicht aus wie ein Topmodel, ich sehe aus wie ein Gamer. Auf dem Gamepad ist es so eine Top-Down-View. Digga, diese Cam, warum ist man so blass in dieser Cam, Digga, what the fuck? Und du beschleunigst, indem du das Gamepad nach unten machst, so ungefähr. Whee! Ja, ohne Witz, Alter, diese Kamera fängt mich überhaupt nicht mehr ein, Digga, ich bin gar nicht mehr da. Was ist das mit dieser Kamera, Junge? Oh Gott. Ah, Stacheln auf dem Boden. Ich glaube, wir schaffen sogar noch Sektor 5, wenn wir uns anstrengen. Whee! Nein, da habe ich gerade drüber geredet, aber okay, das war low-key bisschen Gamepad schuld. Aber ist geil, bockt sehr hart. Das Geschwindigkeitsgefühl ist geil, die Sektoren sind geil. Ich erinnere mich an Outrun von Mega Drive. Sehr solide, 9 von 10. Letztes Game. Ballon Trip Breeze. Yo, wie süß ich da aussehe. So, also hier, bei mir ist es super nah einfach alles. Das heißt, ich muss eigentlich nicht aufs Gamepad gucken, sondern die ganze Zeit nur auf den Fernseher. Digga, was geht bei ihm ab? Was ist das für ein hässlicher Vogel? Oh mein Gott, das ist einfach Chicken Little aus diesem einen Film da. Ein Hühnchen fängt ein Huhn. Nee, kennt ihr diesen Film noch? Wo ein Huhn oder so am Start ist? Kennt ihr diesen Mann? Der einzig wahre, Digga. Der einzig wahre, beste Boxtrainer der Welt. Der einzig wahre Toyguno. Erinnerst du dich noch an dieses Game? Ja, aber ich finde, dieses Game an sich ist auch fresh, weil das Ding ist schon wieder gestorben. Ich finde, es ist an sich nice. Sehr handymäßiger Vibe auf jeden Fall. Es ist unnötig, auf das Gamepad zu gucken, weil man sieht da eh nichts. Es ist viel zu nah rangezoomt. Also, es ist einfach okay. Apo Red, was machst du hier, Bro? Jetzt das Spiel eine 10 von 10. Ich finde es schon ein bisschen, es ist schon low. Es gibt nicht viel, was man machen kann. Man kann nur Touch machen, deswegen 4 von 10. Ich denke, 4 von 10 ist fair. Rein da. Mario Chase, Jagd auf Mario. Ich bin als erster Mario, danach bist du, okay, dann wechseln wir einmal. Ja, was ist hier das Kostüm? Ich bin auf einmal kleiner als du. Sexy, wie in real life. Weil ich werde jetzt weglaufen und ihr seht nur, was Toygun sieht. Und ich sehe, was ich sehe. Das heißt, ich kann jetzt weglaufen, mich verstecken und so. Aha, und mit meiner sexy Cam. Was geht ab, Leute? Was geht? Ich habe immer ein Versteck gehabt. Ich call's jetzt First Try. Er hat erraten, dass ich hier bin. Scheiße. Man kann doch irgendwie sprinten. Ja. Ah! Was habe ich gesagt? Ja, du hättest irgendwen anders holen sollen. Ich bin einfach zu gut. Ah, alles klar. Ich war aber vorne, weil du direkt mein Versteck gefunden hast. Digga, die Cam ist so geil. Ich glaube, du bist gerade bei Gelb. Meinst du? Hä, Bro, ich sehe dich doch, du Goofy. Ja, oh ich sehe ihn einfach. Nein. Was ist das denn? Einmal auf Feld, ja, weil ich nichts gesehen habe wegen dem scheiß Baum. Also literally bei Baum einfach diese Definition. Was soll genau mich den gewusst haben? Yes! Spaß, ich war genauso ass. Ja. Ich weiß nicht, was gibst du dem Game? Okay, ich bin ganz ehrlich, dann muss ich dem Game eine 6 geben. Also ich hab's auch krass in Erinnerung auf jeden Fall gehabt. 6 von 10. Alright, Luigi's Ghost Mansion, Luigi's Geisterwelle. Ah, das war auch geil, das war auch geil. Bock. Wer war nochmal wer? Ich weiß es gar nicht. Wer, du? Ich glaube, ich bin der Geist. Nein. Nevermind. Ich glaube auch, du bist der Geist. Nevermind. Bei mir sieht man hier diesen Geist. Also, ich sehe Toygun, aber Toygun sieht mich nicht. Und mein Ziel ist es, Toygun von hinten oder von vorne zu grabben. Bei Toygun aber vibriert die Wii-Fernbedienung gerade hart, weil ich in seiner Nähe bin. Oh! Boom! Und das heißt, ich bin da und kann ihn töten. Aber wo bin ich? Deine Taschenlampe geht gleich alle. Nein, oh, er hat mich mit der Babytaschenlampe. Ah. Ich habe keine Batterie mehr. Ja, du hast ein Problem. Verdammt, ich sterbe gleich noch. Ja, ich dachte, das hätte irgendwie klappen können. Nein, okay, ich muss jetzt taktisch werden. Ja, okay. Ich bin nicht hier, ich schwöre. Nein, ich dummer Idiot, Mann. Ich muss dich ja gar nicht fangen. Halt dein Maul. Oh, shit. Ja! Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie close das gerade war. Oh mein Gott, das war gerade so close. Holy shit. Deine letzte Chance. Okay. Nein. Ja. Nein! GG. Hä, das ist ja voll klein. Komm her, Toyguno. Fang den Geist. Ich bin furchtlos. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist. Nein, Mano. Oh shit. Toyguno, du Superbatterie. Komm doch näher. Lass es doch vibrieren, Bro. Wieso? Toyguno, ey, da komm her zu mir. Sein Arsch gehört mir! Die kommt einfach immer, wenn die weggeht! Nein, ich hab keinen Rückmann! Ich hab doch keinen Rückmann! Hast du dir ein Verdict schon überlegt? Ich weiß, was ich dem Spiel geben werde und ich muss es tun, ich gebe dem Spiel 10. 10? 10. 10? 10. 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 10
Ich finde, es wird nicht langweilig, weil das Spiel komplett auf Strategie ausgelegt ist. Ja, das stimmt. Das ist echt geil, Ich sag 9 von 10. Animal Crossing, what the fuck? Animal Crossing Sweet Day. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt das Ziel ist. Yo, wie süß. Okay, es ist ein bisschen Capture the Flag Match. Du musst die Dinger in die Schale werfen und ich muss dich fangen. Okay, let's go. Ha, die Cam wieder. Ah, und wenn die in die Schale gehen, dann sind die auch quasi direkt hier. Der Punkt ist auch, ich kann mit zwei Leuten steuern. Also mit dem rechten Steuerchen rechts, mit dem linken Steuerchen links. Also ich habe zwei Finger quasi. Wie viele kannst du eigentlich aufnehmen? 100 oder was? Und wo bist du überhaupt? Warum nur noch 3? Digga, ich laufe die ganze Zeit rum. Du bist nirgendwo. Und es tut mir leid, aber... Vor allem ist es auch für... Ich check gar nichts. Ich glaube, wir haben das als Kinder einfach nie verstanden. Wir waren einfach zu dumm dafür. Ja, so, oh mein Gott. Einfach ausgewichen wie ein G. Das ist eigentlich voll einfach. Sagt er und verkackt komplett. Scheiße, ich hab dich vertauscht. Wo ist rechts, wo ist links, wo ist rechts? Guck, das kann nicht sein. Gut zu niedrig. Ist das spannend? What the fuck? Nur noch zwei, warum noch zwei? Scheiße. GG. Das ist geil, das ist voll geil. Ich gebe ehrlich eine 8. Ich finde, das ist ein nice Prinzip, funktioniert nur mit dem Gamepad so und bockt einfach. Du musst deine Gehirnhälfte anstrengen. Dann gehe ich mit. Insgesamt haben alle Spiele 90 Punkte erringen können. Das heißt, wir teilen jetzt die 90 durch die 12 Spiele und kommen damit auf den Wert von 7,5. Sehr verdient. Hast du noch irgendwas zu sagen oder so? Jetzt ist das Video gleich vorbei. Willst du das Video vielleicht beenden, die Endcut einleiten oder so? Willst du irgendwas? Ich weiß nicht.